Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Comic-Vorstellung. Und heute stelle ich euch Spider-Man Maximum Carnage vor. Warum? Weil es so maximal ist. Nicht minimal, sondern maximal. Ja, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber okay. Das Event habe ich mir geholt, weil ich auf das Schurken-ABC vom Katz gekommen bin. Grüße an dich. Und ja, dann habe ich es gekauft und es war ziemlich gut. Aber da wollen wir darüber jetzt reden. Hier drin sind die Ausgaben Amazing Spider-Man 378 bis 380. Spectacular Spider-Man Nummer 201 bis 203, Spider-Man Nummer 35 bis 37, Spider-Man Unlimited 1 und 2 und Web of Spider-Man Nummer 101 bis 103. Und geschrieben wurde es von Tom DeFalco, J.M. DeMatteis, Terry Kavanagh und David Michelin. Und gezeichnet wurde das bei Mark Begley, Sal Buscema, Ron Tim, Tom Lee und Alex Saviku. Und das ist das komplette Event in einer Ausgabe. Es ist die englische Variante, weil ich halt das Cover ein bisschen cooler fand. Das alles in einem Heft ist. Bei uns in Deutschland wurde das in zwei Hefte gesplittet, was ich ein bisschen doof finde. Nach den ganzen Fakten habt ihr jetzt gefragt, Tyron, was geht's denn jetzt eigentlich hier? Ja, folgendes. Also, Cletus Cassidy, auch bekannt als Carnage, in so einer psychiatrischen Anstalt, schafft es aber, seinen Symbionten wieder rauszuholen und auszubrechen und will einfach nur Spider-Man besiegen und Venom und will ganz viel Chaos verursachen. Und tatsächlich ist das runtergebrochen, die grobe Handlung der Geschichte. Nebenbei erfahren wir noch, dass das kurz seitdem spielt, wo Peter Parkers Eltern wieder aufgetaucht sind. Und auch, dass Harry Osborn, also sein bester Kumpel, auch schon gestorben ist. Und ja, während jetzt Carnage halt jetzt raus ist, sammelt der halt Unterstützer ein, die auch nur Chaos und Verwüstung anstiften wollen. Das sind aber hauptsächlich Charaktere, die ich vorher noch nie von gehört habe. Unter anderem so eine Frau namens Shirk, die irgendwelche Solar- oder Wellen abfeuern kann. Dann der Domo-Goblin, der aussieht wie ein grüner Goblin in Gelb. Ich kann mal gucken, ob ich auf die Schnelle was finde. Also hier sehen wir dann zum Beispiel mal halt diese Frau Chic und auch den finden die auch noch, so ein Doppelgänger von Spider-Man mit 6 Armen und ein richtiges Monster. Der hat auch diesen Dom, da hier, da haben wir den Domo-Goblin. Ganz viele andere oder so ein Typen namens Karen, der irgendwie Leuten die Lebensenergie abziehen kann. Die versorgen halt für Chaos und Spider-Man versucht halt hinterher aufzuräumen und die aufzuhalten. Schafft halt auch so eine Art Gruppe von Superhelden, die zusammen gegen diese Gruppe von Schurken kämpfen. Unter anderem ist halt dabei Black Cat, die kenne ich auch. Aber wie zum Beispiel ich kenne jetzt Cloak und Dagger. So ein Typ mit einem Umhang, der Leute in eine Dimension ziehen kann und eine Frau, die irgendwelche Lichtstrahlen schießt. Firestar, oh, noch nie vorher von gehört, die kann fliegen und Feuer schießen. Captain America, ganz klar. Deathlok, auch noch nie vorher gehört, so ein Cyborg. Und natürlich Venom. Venom, der schließt sich natürlich an, weil das ja der Abkömmling von Venom ist. Weil er sich gesagt hat, der muss jetzt endlich mal besiegt werden und weg, weil der ist ja in San Francisco aktuell als Anti-Held unterwegs. Macht er auch mit. Und eigentlich ist das so, man liest das und man kommt von einer Actionblase in die nächste. Zwischen diesen Actionblasen haben wir halt natürlich Dialoge, oft zwischen den Schurken und oft auch zwischen den Helden und auch so was, wie es privat ist, weil zum Beispiel Peter eigentlich Mary Jane versprochen hat, die übrigens hier ziemlich hübsch gezeichnet ist, also da kann man sagen, was man will. Er hatte eine Sache mit Harry Osborn, dass er sich jetzt eigentlich mal vom Spider-Man-Sein mal verabschieden soll. Aber wir kennen natürlich Peter, als ob der aufhören würde, Spider-Man zu sein. Weiß nicht, ob ich was aber zeigen kann, ist hier, also Venom sieht halt auch schon ziemlich geil hier aus, also muss ich wirklich sagen. Habt ihr mal gefragt, was passiert, wenn der sich auf die Zunge beißt? Dieser riesen Zunge, die er hat. Und auch hier, Mary Jane gefällt mir auch ziemlich gut, muss ich sagen. Allgemein gefallen mir die Zeichnungen hier alle ziemlich gut. Und das ist auch jetzt der grobe Handlungsverlauf dieses Comics. Hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Ihr dürft bloß jetzt nicht so die große, epische Handlung jetzt erwarten. Es ist wirklich halt nur Action. Action und noch zwischendurch so ruhige Momente, wo mal darüber geredet wird, was genau passiert, was passieren wird. Interessant ist, dass es halt nachher zwischen den Bösen auch hier so Spaltungen gibt, weil zum Beispiel dieser Demogoblin, der sieht sich gar nicht so als Massakrierer, sondern mehr als Peiniger der Sünder und all sowas.
Und es wird noch thematisiert, dass dadurch, dass Carnage auch so viel Chaos verursacht, dass halt das auf die normale Bevölkerung abfärbt. Wird auch nochmal thematisiert, dieses, was ja Peters Onkel ihm beigebracht hat, dass in jedem Menschen was Gutes steckt, nicht unbedingt immer stimmt und dass sich dann doch irgendwie anders aufgegriffen wird. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich werde jetzt ein paar Zeichnungen zeigen noch und danach kommen wir zum Endfazit. Also hier haben wir mal eine Stelle, die ich zeigen wollte, wo der in der Disco sind, wo eine Disco ist und wo dann die ganze Carnage Crew so am Massakrieren loslegt. Hat mir auch ziemlich gut gefallen und gefällt mir halt auch zeichnerisch. Manchmal gab es auch so Seiten, die waren dann so gedruckt, um halt ein größeres Bild darzustellen. Zum Schluss nochmal was hier, wo Venom gefangen war oder noch ein Charakter namens Mobius und Nightwatch aufgetaucht sind. Auf Charaktere, die ich vorher nie gehört habe. So, kommen wir jetzt mal zum Endfazit. Also es ist ein toller Comic, also Spider-Man-Fans muss. Ich denke, dass Hardcore-Spider-Man-Fans den sowieso haben werden. Und auch für Leute, das Schöne ist, das wird halt alles recht gut erklärt. Und dass man vorher was wissen muss. Man liest es, denkt sich, okay, gut, das ist passiert und das ist passiert. Und man kommt damit sofort klar. Es wird natürlich jetzt keine Origin von Carnage erzählt. Aber das ist gar nicht weiter schlimm, weil ihr da echt euren Spaß habt. Also ich würde sagen, sehr cooler Comic, kriegt von mir eine Empfehlung. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ansonsten wünsche ich euch heute natürlich auch alles Gute und bis dann und ciao.